Nachdem es im letzten Video um 5 Pokémon bzw. mehr ging, die man jetzt eventuell nicht ganz so auf dem Schirm hat, wenn es um Pokémon geht, die ja nur im Anime so vorkamen, gibt es heute tatsächlich mal, so nenne ich es mal, meine Top 5 der außergewöhnlicheren Pokémon, die so eigentlich gar nicht existieren, die im Anime einfach nur so ein ich will jetzt nicht sagen so ein One-Hit-Wonder, sondern eher so ein Ding waren, so, die gab es halt nur einmal quasi so ein bisschen im Anime und die sind also Anime-only und davon meine Top 5. Das war viel um den heißen Brei, aber ich glaube, wir können eigentlich straight anfangen. Würde mich aber vorher erstmal über eine positive Erfahrung freuen, tut dem Video gut, tut dem Kanal gut und dann bin ich auch glücklich und dann könnt ihr mich auch ein bisschen supporten, wenn wir richtig heftig mit dem Kanal durchstarten wollen. Ich nehme dieses Video gerade direkt nach dem anderen auf und ich bin so gespannt, ob trotzdem irgendwelche Leute tatsächlich in die Kommentare beim letzten Video Kristall-Onix reingeschrieben haben. Ja, wir reden heute über Kristall-Onix, okay? Das letzte Video sollte halt um Pokémon gehen, an die man jetzt nicht direkt denkt. Heute geht es an die, die ich mit am coolsten finde und ja, natürlich muss da das Kristall-Onix mit rein. Das ist ein Onix, was an sich schon, finde ich persönlich, ein cooles Pokémon ist, was ist eine riesige Steinnatter. Das ist cool, auch wenn Onix an sich echt kein starkes Pokémon ist. Aber das Ding besteht einfach nicht aus Gestein, sondern aus Kristall. Und was dabei halt einfach super, super cool ist tatsächlich. Das Ding ist dadurch immun gegen Wasserattacken. Im Anime konnte dieses Onix einfach durch das Wasser quasi schwimmen und war dann dementsprechend auch gegen Wasserattacken so immun. Lustigerweise hat es dadurch, dass es dann aus Kristallen bestand, eine Schwäche gegenüber Feuer-Pokémon tatsächlich und Feuerattacken, was das normale Onix ja nicht hat. Von dem her finde ich das eigentlich ziemlich cool. Und da wir jetzt rein theoretisch eine Terra-Kristallisierung kriegen in der 9. Generation, die werden das nicht machen. Aber wie cool wäre es bitte, wenn man ein Onix Terra kristallisiert, dass es dann diese blaue Farbe annehmen würde. Ich weiß, ich will jetzt zu viel, aber es wäre schon ziemlich cool, oder? Das nächste Pokémon, über das wir jetzt sprechen, das ist natürlich das allseits beliebte und ja, wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass sehr viele von uns als ja, Kinder oder auch als Erwachsene die ein oder andere Träne vergossen haben. Es geht um das pinke Smetbo. Denn das pinke Smetbo ist dafür verantwortlich, ja, dass Ash Smetbo Ash verlassen hat. Und das war wirklich eine sehr, sehr traurige Szene, weil Smetbo war einfach das erste Pokémon, das Ash jemals gefangen hat, halt als Raupi. Und ja, man wollte halt einfach nur mit der pinken Farbe von Smetbo zeigen, dass das Ding existiert halt so natürlich nicht. Das ist nicht die Shiny-Farbe von Smetbo. Ich fände es aber cooler, wenn es die Shiny-Farbe von Smetbo wäre, weil ich mag einfach das Pink davon. Und ja, das Smetbo von Ash hat sich halt in das Ding verliebt und ist am Ende der Folge auch tatsächlich mit dem weggeflogen. Ich meine, ich gönn's dem Smetbo ja. Ganz ehrlich, wenn du deine Liebe fürs Leben findest, gönn dir, Bruder oder Schwester. Zieh durch. So alles, was dich glücklich macht. Aber das Smetbo hat sehr vielen von uns damals tatsächlich dann das Herz gebrochen, indem es einfach mit ist und Ash es halt einfach abgegeben hat. Ich meine, Ash ist dafür bekannt, dass er gerne mal seine Pokémon tatsächlich einfach komplett hergibt und ja, die teils fast schon ein bisschen in den Wind schießt. Aber trotzdem war das damals wirklich ein sehr, sehr emotionaler und sehr, sehr trauriger Moment, als das Ding einfach abgegeben wurde, weil Smetbo war halt einfach cool und jetzt ist es halt weg. Aber ich muss immer noch sagen, ich finde das pinke Smetbo, auch wenn es dafür gesorgt hat, dass eben, ja, sehr viele Tränen vergossen wurden, es ist trotzdem an sich ganz cool. Und ich würde mir wirklich wünschen, auch wenn ich die normale Shiny-Farbe von Smetbo by the way mag, das Pink ist schon cooler. Noch besseres Beispiel für ein Shiny, was gut ist, wovon jetzt allerdings das gezeigte Pokémon noch besser sein kann, das ist das Traummagil-Rayquaza, das wir in der Folge vom Gen 4 Anime bekommen haben. Das ist quasi ein Traum und dieses Traummagil im Traum, das war sehr oft das Wort Traum, hat sich halt in Rayquaza verwandelt und das Ding ist, es hat dabei nicht die grüne Farbe von Rayquaza angenommen, es hat auch nicht die schwarze Farbe von Rayquaza angenommen, das was halt Rayquaza normal hat, wenn Shiny ist. Nein, das war so ein dunkel-lila und Gott im Himmel sah das gut aus. Ganz ehrlich, ich bin ja ein riesen Lila-Fan. So, Lila ist eine sehr, 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 sehr coole Farbe, ist ganz weit oben. Wahrscheinlich nach Blau ist Lila, glaube ich, meine Lieblingsfarbe. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich muss auch einfach sagen, so klar, wenn Pokémon eine coole Shiny-Farbe haben soll, dann macht das halt schwarz. So, das hat bei so vielen Pokémon funktioniert. So, Quajutsu, Glurak, jeder zweite Drache ist irgendwie schwarz geworden. Aber ich mag das Lila für Rayquaza mehr und ich fände es cool, wenn Game Freak das eventuell nochmal anpassen könnte, dass Shiny Rayquaza einfach so lila ist, weil Game Freak hat in der Vergangenheit gezeigt, dass man Shinies überarbeiten kann und ich fände es einfach sehr, sehr cool, wenn man sich da tatsächlich die Mühe macht und dann eben Rayquaza nochmal umfärbt. Denn Lila gegenüber dem Schwarz ist halt einzigartiger. So, es ist jedem selbst überlassen, ob es besser ist, aber es ist halt einzigartiger, weil jedes zweite Drachen-Pokémon ist inzwischen schwarz. So, mach was Neues, wäre cool. Und Lila ist halt, wie gesagt, eine sehr, sehr coole Farbe. Mädels, Jungs, wir müssen nochmal die Farbe Pink reden. Das nächste Pokémon ist nämlich so ein bisschen, ja, wie soll man sagen,
stellvertretend für einen ganzen Haufen an Pokémon, aber bei dem finde ich es besonders cool. Denn wir haben ja einmal die Folge, in der Pokémon auf einer Insel diese rosa Früchte gegessen haben und dadurch halt pink wurden oder rosa pink. Ist mir egal jetzt, ob pink oder rosa. Für das Video, auch wenn es natürlich nicht das gleiche ist, ist pink jetzt mal rosa. Und ich beziehe mich hier hauptsächlich mal auf das pinke Nidoking. Denn Nidoking, es ist lila. Das hatten wir gerade schon, das ist eine coole Farbe. Aber das Ding ist, was ich persönlich mag, und das habe ich auch damals in meinem Top 10 Video über meine Top 10 Shiny Farben erzählt. Ich mag Kontraste. Und gerade wenn Pokémon, die doch recht brutal aussehen, diese, ich sag extra, klischeehaften Mädchenfarben haben. Denn Pink oder Lila sind, wobei Lila nicht so stark, aber Pink oder Rosa sind halt eher noch so diese klischee-femininen Farben, sage ich jetzt einfach mal. Und ich persönlich mag's, wenn dann aber so richtig brutale Pokémon, so dieses Brutal-Ding ist ja auch so eher klischeehaft männlich. Und natürlich müssen wir nicht darüber reden, dass das nicht gut ist. Ihr dürft aber als Typ natürlich Pink mögen und ihr dürft auch als Mädchen brutale Pokémon mögen. Das ist komplett in Ordnung. Das ist aber nicht das Thema. Aber ich mag einfach diesen Kontrast, dass halt so ein klischeehaftes, brutales Pokémon wie Nidoking in seiner Shiny-Farbe dann halt einfach pink ist. Oder halt in einer anderen Farbe. Hier muss ich tatsächlich sagen, ich mag da das Shiny von einem Nidoking an sich mehr, weil da nimmt es halt die Farbe von Nidoqueen an. Können wir darüber reden, dass Nidoqueen eventuell auch die Farbe von Nidoking hätte annehmen sollen? Aber das ist auch wieder ein anderes Thema und ich glaube, ich werde mich hier noch richtig heftig aufregen. Deswegen reden wir irgendwann mal über richtig verhunzte Shinies. Das werden wir auch nochmal machen. Aber auf jeden Fall, das pinke Nidoking, komm, es ist cool. Lila ist schon cool. Ich finde, das Pink hat auch definitiv was und generell, die pinken Pokémon sind eigentlich alle ganz cool. Das letzte Pokémon ist heute eins, über das wollte ich schon lange mal reden. Erinnert ihr euch noch? In der ersten Staffel, ich weiß nicht, welche Folge es war, Folge 10 oder 11, recht früh, das Riesendragoran. Das war die Folge an Bills Leuchtturm, wo auf einmal ein gigantisches Dragoran steht und ich habe jetzt eine Frage an euch. War das ein Spoiler für Dynamax? Wahrscheinlich eher nicht, aber es ist trotzdem cool, so diesen Gedanken einfach zu nehmen, dass wir damals schon vor inzwischen 20, 25 Jahren eine Anime-Folge hatten mit einem riesen Dragoran und Jahre später, was ja im Sinne von Schild und Schwert 2019 war, ich glaube 2019 kam es raus, dass es dann einfach die Möglichkeit gab, die Pokémon halt riesig zu machen mit Dynamax oder Gigantamax und das ist cool so. Jetzt im Nachhinein sagen zu können, maybe war das ja ein Dynamax-Dragoran, was da eventuell ja aus der Pferderegion hergekommen ist, auch wenn es eigentlich nicht funktionieren sollte, weil das funktioniert ja eigentlich nur aufgrund der Sachen, die da im Boden quasi drin sind und das Dynamax-Ding. Aber vielleicht hat Endynalos ein bisschen mitgespielt und hat halt dieses, ja, Dragoran beeinflusst und gesagt, du bist jetzt permagroß oder so, aber ich weiß, man wollte damals halt so ein bisschen auch so Dragoran, also dieses mysteriöse, krasse, große Ding darstellen, aber so groß ist eigentlich kein Dragoran, aber ich mag's einfach, ich finde das große Dragoran cool, ich find's cool, wenn es im Anime nochmal erwähnt wird, da eventuell nochmal was mit gemacht wird, man kann die Schuld auch wieder Team Rocket geben, weil die haben es ja auch schon geschafft, dass sich Pokémon frühzeitig entwickeln und dadurch ihre Farbe behalten, was dann einfach nur ein Shiny war, das hat dann nicht mal die Farbe behalten, sondern wird halt einfach, also Shiny, so weird, aber auf jeden Fall muss ich sagen, riesen Dragoran, riesen Respekt. Das war am Ende von dem Video. Würde mich wie immer über eine positive Bewertung freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Freue mich immer über Support. Lasst dementsprechend auch gerne ein Abo da, falls ihr noch keins da gelassen habt. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend oder Tag oder Mittag, wann auch immer das Video guckt. By the way, kurz, ich bin auf der YCS in Dortmund, also wenn ihr mich seht, dürft ihr gerne Hi sagen. Ne? Also sprecht mich ruhig an. Ich werde auch die Cap hier tragen, damit ihr mich erkennt. Dementsprechend sagt gerne Hi. Von dem her wünsche ich euch jetzt aber, wie gesagt, schönen Tag, bis dann und ciao. Vielen lieben Dank an die ganzen Kanalmitglieder und vor allem auch ein riesengroßes Dankeschön an die Patreons, Atmo, Dragoran-Fan und Nehmer95. Wirklich vielen lieben Dank für euren Support. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, könnt ihr das jetzt hier machen und daneben seht ihr noch ein Video von mir, welches nach YouTubes Meinung euch am ehesten ansprechen würde. Von dem her würde ich mich freuen und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.